Hallo meine Lieben und schön, dass ihr mit dabei seid. Heute möchte ich mit euch diesen niedlichen kleinen Rucksack machen. So sieht man es vielleicht besser. Wir haben hier schon mal eine kleine Tasche für die Fahrkarte oder irgendwas oder das Lieblingskuscheltier oder. Dann haben wir hier einen sehr großen, stabilen Boden. Der Rucksack selber mit Zugband. Und wenn er ordentlich geschlossen ist, Moment, mit einer wunderschönen Blume hier oben drauf. So sieht man das besser. Natürlich auch jede Menge Fassungsvolumen. Also für so einen kleinen Rucksack, da muss ja wirklich einiges reinpassen. Jede Menge Fassungsvolumen. Schön groß. Geschlossen wird er ganz einfach. Achtung, zu. Und das hier sind dann gleich die Trägerchen, womit man es tragen kann. Am Ende des Videos zeige ich oder erkläre ich euch noch eine zweite Version von den Trägerchen, falls euch die nicht gefallen. So, meine Lieben, und wie ihr jetzt auch an so einen wunderbaren, süßen, kleinen Rucksack kommt. Ach, wartet mal, die Maße interessieren euch bestimmt noch. Nicht vergessen, einmal messen. So, wir haben in der Länge 27 cm bis zum Boden, in der Breite an der dicksten Stelle 27 cm, an der dünnsten Stelle 12 cm. Der Boden hat 17 cm im Durchmesser. So, habe ich jetzt noch ein Maß vergessen? Ach ja, die kleine Tasche. 10 cm Höhe und an der breitesten Stelle 12 cm Breite. So, ich glaube, jetzt haben wir alle Maße. Vom Fassungsvolumen her würde ich jetzt schätzen, 6, 7 Liter dürften hier reinpassen. Das so angucke, 6, 7 Liter, na, wenn es nicht sogar schon 10er sind. Ja, also hier passt gut was rein. Machen wir von 5 bis 10 Liter ungefähr, passt hier rein. Vom Ziehen her, das ist ja auch immer sehr interessant bei sowas. Ich nehme jetzt mal und ich ziehe. Das ist alles, was geht. Mehr geht nicht. So, jetzt die Höhe. Ich ziehe. Das ist jetzt auch alles, was geht. Puh, Kraftsport. Also wie ihr seht, sehr, sehr stabil. Jetzt, okay, jetzt bin ich aus der Puste. Also sehr stabil. Man kann wirklich kaum dehnen. Ideal also für den Wandertag oder fürs Sportzeug oder als Freizeitrucksack oder. Viele Einsatzmöglichkeiten. Eine zweite Art der Trägerchen erkläre ich euch am Ende des Videos. Ja, und hier vorne haben wir auch nochmal, wie ihr seht, also meine Hand. Die Finger sind weg. Das geht dann wirklich bis hierher. Wir haben hier eine Länge da. Da passt wirklich gut was rein, die Fahrkarte, das Lieblingskuscheltier oder. Also hier kann man gut was reintun. So, meine Lieben, und wie ihr jetzt auch an diesen wunderbaren, formstabilen Rucksack kommt, das zeige ich euch jetzt im Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Diesen wunderbaren Seesack mache ich aus der Metschmolin und Pfister Wolle. Wo man die Wolle genau bekommen kann, kann ich euch leider nicht sagen, weil ich sie von einer ganz lieben Zuschauerin zugesendet bekommen habe. Und ich habe keine Ahnung, wo sie sie gekauft hat. Vielleicht ist sie ja mal so lieb und schreibt uns das unten in die Infobox. Ich schaue auf jeden Fall mal, dass ich so eine ähnliche auch finde.
So, wir haben hier für die Häkelnadel 4 bis 5 die Farbe 723, Lot 150 und die Farbe 381, Lot 934. Und hier sehe ich es leider nicht, weil die Banderole nicht mehr drum war. Die Wolle ist für die 3,5er. Ja, und die scheint dann genauso dick zu sein wie die. Also nehmen wir einfach die 3,5er. Ich glaube, das ist eine gute Zwischenlösung zwischen den beiden Wollsorten. 4 bis 5 und 3,5. Ich denke mal, das ist eine ganz gute Mischung, wenn wir dann die 3,5er benutzen. So, wir fangen mit dem Hellgrauen an. Ach so, was ich noch vergessen hatte. Also, wir haben hier 130 Meter auf 50 Gramm und hier 70 Meter auf 50 Gramm. Und in der Zusammensetzung ich glaube, ihr seht es gerade schneller wie ich. Zusammensetzung. Ich denke mal reines Polygarn. Ja, hier. 100% Acryl. So, also die 3,5er Häkelnadel, dazu einen Maschenmarkierer und natürlich am Ende dann die Schere und die Nadel zum Vernähen. Wir beginnen mit einer Anfangsschlaufe und häkeln jetzt erstmal 4 Luftmaschen. Diese 4 Luftmaschen schließen wir mit einer Kettmasche in die erste Masche zum Ring und in die Mitte des Ringes häkeln wir 6 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5 und die 6. So, nun verdoppeln wir jede von diesen 6 Maschen. Das heißt, wir stechen in die erste Masche ein. Jetzt habe ich ein bisschen arg fest angezogen, aber ich komme da rein. So. Und wir häkeln eine feste Masche und in dieselbe Masche noch eine feste Masche. In die nächste Masche kommen auch 2 feste Maschen. In die nächste auch. So häkeln wir uns jetzt einmal drumherum. Insgesamt haben wir dann 12 feste Maschen. So, jetzt setzen wir den Maschenmarkierer ein. Und wir verdoppeln jetzt jede zweite Masche. Also kommt in die erste Masche eine feste Masche. Und in die zweite stechen wir ein und machen 2 feste Maschen. In die dritte wieder eine. In die vierte wieder 2. 1, 2. Dann wieder eine. In der nächsten Runde verdoppeln wir jede dritte Masche. Also bekommt die erste Masche eine feste Masche und die zweite bekommt auch eine feste Masche. Die dritte bekommt 2 feste Maschen. Die vierte wieder eine. Die fünfte auch eine. Und die sechste bekommt 2 feste Maschen. Eine und eine und 2.
In der nächsten Runde verdoppeln wir jede vierte Masche, dann jede fünfte, dann sechste, siebte und das geht so weiter, bis wir jede 15. Masche verdoppelt haben. So, ich mache das mal schnell und wir sehen uns gleich wieder, wenn die 15 Verdopplungen gemacht worden sind. So, meine Lieben, ich habe jetzt meine 15 Verdopplungen gemacht. So sieht das Ganze jetzt aus. Wer den kleinen Sesak größer haben möchte, muss hier mehr Verdopplungen machen. Ich mache jetzt einen für Kinder. Wer ihn jetzt für Erwachsene haben möchte, muss schon so wenigstens 25 Verdopplungen machen. Also da müsst ihr jetzt wirklich gucken, wie groß wollt ihr dann haben, weil hier entscheidet ihr jetzt die Größe. Der hier, wie gesagt, für kleine süße Kiddies. Aber wer es größer haben möchte, also für einen Erwachsenen würde ich schon so 25, wenn nicht sogar 30 Verdopplungen machen. So, wenn wir dann unsere Breite haben, machen wir eine Luftmasche. Wir wenden das Ganze. Luftmasche langziehen. Wir stechen mit der Nadel von vorne nach hinten durch unsere Masche durch. Holen uns die Schlaufe. Zeige euch das nochmal. Moment, wieder zurückholen. Zurückholen ist gar nicht so einfach. Ja, bupp, wieder zurückgeholt. Also Schlaufe lang gezogen. Wir nehmen unsere Nadel und stechen von vorn nach hinten durch die Arbeit durch. Holen uns unsere Arbeitsschlaufe einmal durch und haben sie jetzt auf der Arbeit. Jetzt stechen wir zwischen die zweite und die dritte Masche ein, heben die dritte Masche an und kommen auf der anderen Seite wieder raus. Holen uns den Faden, ziehen den durch und machen eine feste Masche. Jetzt zwischen die dritte und die vierte Masche gerade einstechen, die vierte Masche anheben und auf der anderen Seite wieder raus, sodass die Masche auf der Nadel kleidet. Faden holen, durchziehen und feste Masche. Durchstechen, anheben, auf der anderen Seite raus und eine feste Masche. Durchstechen, anheben, auf der anderen Seite raus und eine feste Masche. Und so arbeiten wir uns jetzt hier einmal drumherum. Das bietet uns einfach dann so einen wunderschönen Rand. Durchstechen, anheben, drauf gleiten lassen, auf der anderen Seite raus, Faden geholt und die feste Masche. So, jetzt bin ich fast rum, die letzte Masche. Und jetzt kommt eine Kettmasche in unsere allererste Randmasche, dass wir das hier einfach schön geschlossen haben. Die ist ein bisschen stramm, weil wir da den Faden ja durchgezogen haben. Deswegen, da müssen wir uns ein bisschen durchbohren, aber es lässt sich häkeln. So, wenn wir es jetzt ausbreiten, haben wir jetzt hier einen wunderbar dicken Boden. Hier ist der Rand. So von der anderen Seite. Und hier haben wir diesen wunderbar dicken Rand. So, wir häkeln jetzt auf der Arbeit weiter. Und zwar stechen wir jetzt in die nächste Masche ein und eine feste Masche. Ich mache jetzt noch zwei Reihen mit reinen festen Maschen in dem Hellgrau. Und dann schwenke ich auf das Schwarz-Weiß um. Und die Kordel zum Zusammenziehen wird dann das wunderbare Rosa. So haben wir alle drei Farben mit drin und haben es auch nicht so langweilig. Ihr seht, ich mache jetzt hier einfach auf meinen Maschen weiter. Steche durch beide Maschenglieder ein und häkle eine feste Masche. Und so häkeln wir uns jetzt in Spiralrunden
zwei Runden lang einfach mit festen Maschen vorwärts. So, ich bin jetzt mit zwei Reihen drumherum. Jetzt möchte ich das Schwarz haben. Dafür steche ich nochmal in die nächste Masche ein und hole mir mit Grau den Faden. Habe jetzt mit Grau zwei Schlaufen. Nehme mir das Schwarz und ziehe das durch. Grau nochmal anziehen. Und jetzt können wir mit Schwarz ganz gemütlich einfach weiter häkeln. Ich nehme jetzt gleich beide Fäden mit, so spare ich mir dann da das Vernähen an diesem Punkt, weil es ist einfach wunderschön mit eingehäkelt. So, jetzt das lose Ende nach innen legen und weiter häkeln. Wie ihr seht, jetzt einfach mit dem Schwarz drehen wir jetzt hier fröhlich unsere Runden. Das machen wir jetzt auch einfach in Spiralrunden weiter. Weil bei der Wolle brauche ich nicht viel mit Muster zu arbeiten. Das bringt die Wolle jetzt von ganz alleine mit. Deswegen einfach mit Spiralrunden und festen Maschen drehen wir jetzt hier fröhlich unsere Runden. Und wie ihr seht, hier haben wir einen ganz zarten Übergang von dem Grau in das Schwarz. Und bei der Wolle brauche ich wirklich nicht mit Muster zu arbeiten. Das wird hier nicht langweilig, weil das Muster bringt die Wolle schon von selbst mit. Und so häkeln wir uns jetzt in unsere Wunschhöhe. Also es kommt natürlich jetzt darauf an, was ihr reintun wollt. Wollt ihr nur ein bisschen Sportsachen oder sowas reintun, dann braucht das nicht ganz so hoch. Wollt ihr Badesachen reinmachen mit Handtuch und so weiter, würde ich es höher machen. Aber wie ihr seht hier zum Beispiel der Rand, der stellt sich wunderbar hin, wenn ich das so hinlege. Da, er steht wunderbar wie so eine Eins. Man kann auch drauf drücken, er ist sehr schön formstabil. So, meine Lieben, ich häkel mich jetzt mal mit festen Maschen in Spiralrunden nach oben. Und wenn ich soweit bin, sehen wir uns gleich wieder. Ist jetzt auf Höhe. Ich weiß, im Moment sieht das Ganze noch sehr unförmig und sehr sackhaft aus. Aber das wird gleich noch. So, wir häkeln jetzt vier Luftmaschen. 2, 3, 4. Zählen jetzt hier drei Maschen ab, 1, 2, 3, und in die vierte machen wir eine feste Masche. So haben wir hier eine Masche Zunahme. Jetzt folgen zwei weitere feste Maschen und jetzt wieder vier Luftmaschen, 3, 4, 1, 2, 3, 4, und in die vierte eine feste Masche. Plus zwei weitere feste Maschen. 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Und in die vierte eine feste Masche. Und dann in die nächsten zwei Maschen jeweils eine feste Masche rein. Und jetzt wieder. 1, 2, 3, 4. Ja, kein Umschlag. 1, 2, 3, 4 und eine feste Masche und in die nächsten beiden Maschen jeweils eine feste Masche. So, jetzt wieder Luftmaschen. 1, 2, 3, 4 und die feste Masche gesetzt. Zweimal eine und wieder die Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, feste Masche gesetzt. Und die zweimal. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
und die feste Masche plus zwei weitere. Gleich sind wir drumherum. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und zwei weitere feste Maschen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und eine feste Masche. Und zwei weitere feste Maschen. So, das machen wir jetzt einmal um den gesamten Seesack. Ich mache das mal schnell und wir sehen uns dann gleich wieder. So, bei mir geht es jetzt nicht ganz auf. Ich habe jetzt hier zwischen meinem Festmachen und der ersten noch eine Masche und da machen wir halt nur eine feste Masche rein. Davon lassen wir uns nicht ärgern. Da machen wir halt nur eine und nicht die nächste danach. So, jetzt umhäkeln wir unsere Luftmaschenkette. Wir haben jetzt hier unsere Luftmaschenkette. Die umhäkeln wir jetzt einfach mit vier festen Maschen. 2, 3, 4. Und jetzt stechen wir hier ein und häkeln in jede Masche eine feste Masche. Das heißt nochmal hier unsere drei Stück. Und wieder in die nächste Luftmaschenkette mit vier festen Maschen umhäkeln. Und wieder unsere drei festen Maschen umhäkeln. Und hier unsere drei Maschen. Das machen wir jetzt hier die gesamte Runde. Ja, wundert euch nicht, wenn ich mit der Nadel jetzt gerne mal abrutsche. Ich habe mir beim Stricken den Zeigefinger irgendwie überdehnt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, er tut weh. Und ich kann ihn jetzt für die Nadel kaum richtig schmerzfrei einsetzen, dieser hier. Und das ist gerade echt ein bisschen hinderlich. Aber auch davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Ihr seht, ich schicke hier fröhlich meine Runden weiter. Ich bin übrigens jetzt bei dieser Wolle hier mit diesem schwarzen beim zweiten Knäuel. Und viel mehr werde ich jetzt, glaube ich, auch davon nicht mehr brauchen. So, ich schicke jetzt mal meine Runde weiter und wir sehen uns dann gleich wieder. So, meine Lieben, die Runde habe ich fertig. Jetzt machen wir uns noch einen schönen Rand. Wir machen 6 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gehen mit den 6 Luftmaschen über unsere vorherige Luftmasche drüber und stechen in die erste feste Masche, die wir vorhin schon gesetzt haben. Das heißt, wir haben jetzt hier unsere Luftmaschenkette gemacht und gehen hier mit dem Bogen über diesen Bogen drüber und stechen in die erste feste Masche ein. Jetzt wieder unsere 2 festen Maschen. Und wieder 6 Luftmaschen. 4, 5, 6. Wir überspringen diesen gesamten Bogen und stechen in die erste feste Masche ein. Und jetzt in jede Masche eine Masche. Halt. So. Und wieder 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Wir überspringen wieder diesen gesamten Bogen und wieder in die feste Masche rein
Und jetzt feste Maschen. Das wiederholen wir jetzt die gesamte Runde. So, meine Lieben, ich bin jetzt einmal drumherum. Jetzt kommt unsere letzte Reihe. Wir umhäkeln jetzt unseren Luftmaschenbogen einmal mit einer festen Masche. Dann kommen jetzt drei halbe Stäbchen. Eins, zwei, drei, ein Stäbchen, ein doppeltes Stäbchen. Wir machen zwei Umschläge mit unserem Faden, stechen ein, holen uns den Faden, gehen durch zwei, holen uns den Faden, gehen durch zwei und holen uns den Faden und gehen durch zwei. Ein Stäbchen, drei halbe Stäbchen, eins, zwei, drei und eine feste Masche. Und das kommt alles in den Bogen rein. Dann haben wir hier so eine wunderschöne Spitze. Jetzt kommen feste Maschen auf unsere festen Maschen. So, und wieder eine feste Masche in den Bogen. Drei halbe Stäbchen. Eins, zwei, drei, ein Stäbchen, ein doppeltes Stäbchen, ein Stäbchen, drei halbe, eins, zwei, drei und eine feste Masche. So sieht das Ganze dann aus. Feste Masche auf feste Masche. Ja, und jetzt beginnen wir das Ganze wieder von vorne. Das heißt, eine feste Masche, drei halbe, ein normales Stäbchen, ein doppeltes Stäbchen, ein Stäbchen, drei halbe und eine feste Masche in diesen Bogen. So, das machen wir die gesamte Runde. So, meine Lieben, der Rand ist fertig. Nee, das klappt mit der Hand nicht. Moment, jetzt sieht das Ganze ein bisschen unbeholfen aus. Bei euch sieht das jetzt gleich eleganter aus. So, und klick. Faden abschneiden und durchziehen. So, den können wir jetzt vernähen. Ja, bei euch sieht das alles jetzt gerade ein bisschen eleganter aus als bei mir. Aber was muss, das muss. So. So muss man so. Vielleicht sieht es dann wieder auch wieder eleganter aus. Naja, ein bisschen. So, einmal wenden. Wir sind aber noch lange nicht fertig. Hier habe ich noch mein Anfangsfädchen, das muss ich dann auch noch vernähen. So, den Boden klappe ich mal nach innen. Da liegt das Ganze schöner. So sieht es bis jetzt aus. Jetzt möchte ich aber hier drauf noch eine Tasche haben. Dafür nehme ich mir wieder mein helles aus dem Boden. Und wir schlagen jetzt 15 Luftmaschen an. Eins, zwei, drei, vier, fünf,
Snacks. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 16, 17, 18, 19, 20. Testen. Wenn ich es anhalte, so die Länge, das wäre dann von hier bis hier. Ein bisschen müssen wir noch abschätzen, weil muss ja noch genäht werden. Ja, ich denke, das passt ganz gut. So, jetzt stechen wir in die zweite Masche von der Nadel aus ein und häkeln eine feste Masche. Und jetzt feste Maschen bis rüber. Und auch in die letzte Masche eine feste Masche, eine Wendeluftmasche, wir drehen das Ganze und wieder mit festen Maschen zurück. Das machen wir jetzt fünfmal. Also ich bin jetzt in Reihe 2, das heißt drei Reihen fehlen noch. Ihr seht einfach wirklich feste Maschen. So, eine Wendeluftmasche und wieder zurück. Reihe Nummer 3. Ja, und das mache ich jetzt noch zwei Reihen weiter. Ihr könnt natürlich auch mehr Reihen machen. Kommt drauf an, wie ihr es haben wollt. So, ich mache mal schnell meine Reihen und wir sehen uns dann gleich wieder. So, ich habe meine 5 Reihen geschafft. Wir machen eine Wendeluftmasche, drehen das Ganze. Und jetzt häkeln wir die erste und die zweite Masche zusammen. Dafür stechen wir in die erste ein, holen uns den Faden und gehen in die zweite, holen uns den Faden, haben drei Schlaufen, holen uns den Faden und gehen durch alle drei Schlaufen durch. Und jetzt häkeln wir uns bis rüber, bis auf die letzten beiden Maschen. Und hier machen wir das jetzt auch, die erste und die zweite und abmaschen. Eine Wendeluftmasche, wir drehen das Ganze. In jede Masche kommt jetzt eine Masche. Ja, heute ist das alles ein bisschen schwierig, aber wir fuchsen uns da durch. Weil ich habe da schon jemanden, der sich schon ganz dolle drauf freut. So, weiter geht's. Gleich sind wir drüben. Eine Wendeluftmasche, wir drehen wieder und die erste und zweite Masche wird zusammengehäkelt. Jetzt wieder feste Maschen bis rüber, bis auf die letzten beiden. So nehmen wir jetzt ganz sanft ab und es wird ein relativ lang gezogenes Dreieck.
Und es macht gleich die Tasche ein bisschen größer. So, die Masche darf ich noch. Und jetzt wieder abgemascht. Wendeluftmasche, wir drehen. Und wieder in jede Masche eine feste Masche. Wendeluftmasche, wir drehen wieder. Und wieder die erste und die zweite zusammen. Jetzt alles feste Maschen bis rüber, bis auf die letzten beiden. Ja, und so geht das jetzt immer wieder weiter. Die Reihe wird abgenommen, dann kommt eine Reihe Masche pro Masche, dann kommt wieder eine Reihe, wo wir abnehmen. So, ich mache das mal schnell weiter. So sieht es bis jetzt aus. Ihr seht, da ganz sanft wird hier abgenommen. Ich mache mal schnell weiter und wir sehen uns gleich wieder. So, meine Lieben, ich habe jetzt unsere Abnahmen gehäkelt. Wir haben jetzt noch hier 7 Maschen offen. Ihr macht natürlich so lange weiter, wie es euch gefällt. Wenn ihr es ganz spitz haben wollt, dann macht es weiter. Oder nicht, also wenn ihr es noch flacher wollt, hört früher auf. Das ist halt wieder ganz Geschmackssache. So, jetzt wollen wir aber noch einen schönen Rand. Jetzt haben wir hier diese Knötchen und das sieht nicht so schön aus. Das wollen wir so nicht. Deswegen häkeln wir uns jetzt am Rand entlang. So, wir gehen jetzt hier. Hier haben wir jetzt unsere Reihe und hier haben wir so ein größeres Löchlein. In das stechen wir ein, holen uns den Faden da durch und häkeln eine feste Masche. Jetzt schauen wir. Jetzt haben wir hier bei dem nächsten Knoten hier das nächste Löchlein und da stechen wir auch wieder ein und häkeln eine feste Masche. Da ist das nächste Knötchen, das nächste Löchlein und da auch wieder. Das sind unsere Abnahmelöchlein, die ihr jetzt hier seht. Immer da, wo wir eine Abnahme reingehäkelt haben, kommt so ein größeres Löchlein und da häkeln wir unsere feste Masche rein. Das wäre dann hier und hier und da und da. Kurz gucken, da. Ja, manchmal sieht man die Löcher nicht gleich sofort, da muss man ein bisschen schauen. Da. Und da. Und noch ganz oben. Und schon haben wir uns auf der einen Seite entlang gehäkelt und haben jetzt so einen wunderschönen V-Rand und nicht wie hier auf der Seite die Knötchen, sondern einen wunderschönen glatten V-Rand. Jetzt häkle ich mich auf dieser Seite mit festen Maschen entlang. Den Anfangsfaden habe ich jetzt gleich ein bisschen mit eingehäkelt. Da spare ich mir dann das Vernähen. So. Und jetzt hier schön gemütlich mit festen Maschen entlang. Hier steche ich jetzt nicht in die Luftmaschen hier oben ein, sondern immer zwischen meinen festen Maschen. Einfach immer zwischen den festen Maschen und setze dann eine feste Masche. Ja.
immer zwischen den festen Maschen einstechen und die feste Masche häkeln. So, jetzt haben wir das auch geschafft. In die Ecke kommen zwei feste Maschen. Das war einfach schön, um die Rundung kommen. Das habe ich hier auch gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das richtig gesehen habt. Aber hier habe ich auch dann zwei feste Maschen in die Rundung reingehäkelt. So wie hier jetzt auch. Und jetzt geht es wieder durch unsere Löchlein nach unten. Gleich geschafft. So, und noch eine Kettmasche in die erste Masche. Ich bin jetzt hier unten angekommen. Jetzt haben wir hier unsere Gerade, die können wir so lassen, die ist nämlich so ganz hübsch. Und da stechen wir jetzt in die erste Masche ein, holen uns den Faden, ziehen den durch und gleich durch die Schlaufe, die wir auf der Nadel hatten. Und schon haben wir unsere kleine Tasche einmal wunderbar umhäkelt. Und sie sieht hier auch einfach besäubert aus, hat nicht mehr diesen Knötchen. Da. So, jetzt den Faden wirklich großzügig abschneiden. Moment, ich muss wieder gucken, wie es geht. Machen wir es so. Durchziehen. Und das legen wir jetzt hier schön mittig drauf. Wenn ihr wollt, könnt ihr das auch richtig abmessen. Ich mache es jetzt einfach so ungefähr. Ja, so. Und ein kleines bisschen noch so. Also guckt so, wie es euch am besten gefällt. Es muss nicht perfekt sein. Manchmal ist das Unperfekte auch perfekt. Ja, ich weiß, es gibt jetzt wenig Sinn, aber manchmal hat das Unperfekte auch so, ja, was Schönes. So. Und jetzt nähen wir uns hier entlang und hier entlang. Hier oben bitte nicht, weil das ist ja unsere Tasche. Steckt es euch, wenn ihr wollt, ein bisschen fest. Und dann nähen wir uns an den Rändern entlang und nähen das Ganze gut fest. Ich hefte das jetzt bei mir einfach erstmal nur mit ein paar Stichen an. Wenn der Finger dann ganz ist, nähe ich es nochmal richtig an. Aber das schaffe ich jetzt so gerade nicht. Deswegen jetzt einfach erstmal festheften und später dann richtig vernähen. Ihr vernäht es bitte gleich. So, meine Lieben, die Tasche ist drauf genäht und wie ihr seht, hier passt auch wunderbar was rein. Klar, bei mir jetzt nur ein bisschen angeheftet, deswegen auch noch hier der Faden und der Faden. Aber das wird dann noch richtig genäht, sobald die Hand wieder ganz ist. Deswegen erstmal angeheftet, aber das wird noch ordentlich genäht. Ihr habt natürlich dann die Fäden nicht mehr und es sieht bei euch richtig schön aus. So, jetzt brauchen wir hier oben noch ein Zugband.
Dafür schnappe ich mir das Orange, was da mit dabei war. Wer sich noch erinnert, am Anfang des Videos, wo ich die Wolle gezeigt habe, habt ihr gesehen, dass das eine andere Häkelnadelstärke ist. An die passe ich mich jetzt auch an, passend zum Verband, die lila Nadel. Wenn ihr eine Wolle habt mit eurer 3,5er, nehmt bitte auch die 3,5er. Ich passe mich jetzt nur nadeltechnisch der Wolle an. So, wir machen eine Anfangsschlaufe. Und häkeln eine Luftmasche. So, jetzt drehen wir unsere Luftmasche, die wir hier gehäkelt haben, dass uns das V anschaut. Und wir stechen jetzt durch das V durch. Holen uns den Faden, ziehen den durch und häkeln eine feste Masche. Wir drehen wieder, bis wir das V sehen. Stechen durch das V durch. Holen uns den Faden, ziehen den durch und machen eine feste Masche. Jetzt wieder drehen. Wir sehen das V. Hier ist es, wir sehen es. Da stechen wir jetzt durch. Und eine feste Masche. So, ich hole euch mal ein Stückchen näher ran. So, jetzt können wir nochmal zusammen gucken. Wir drehen, also so haben wir es vor uns liegen. Wir drehen, haben jetzt hier das V, gehen durch das V durch, holen uns den Faden und machen eine feste Masche. Wir drehen wieder, so liegt's. Wir drehen und wieder in das V und eine feste Masche. Wir drehen wieder, in das V, eine feste Masche. So sieht dann unser Faden aus. Wie ihr seht, das ist was sehr Flaches, aber schon ein bisschen breiter und sehr, sehr stabil. So, wieder durch das V. Na, manchmal geht es nicht ganz, da hakt es ein bisschen. Versucht euch dann durchzubohren. So, wir drehen wieder, haben jetzt hier wieder unser V. Durch das V durch, Faden holen und eine feste Masche. Und so häkeln wir uns jetzt eine schöne, lange Schlange. Drehen durch das V, drehen durch das V, und so geht das jetzt hier immer weiter. So sieht sie dann aus. So, ich bringe meine Schlange mal auf Länge und wir sehen uns dann gleich wieder. So, meine Kordel ist jetzt ein guter Meter. Wir schneiden den Faden ab, ziehen ihn durch, und damit wir jetzt hier einen schönen Abschluss haben, Moment, ich mache euch mal ein bisschen Platz hier. Damit wir jetzt hier einen schönen Abschluss haben, weil der Abschluss gefällt mir einfach, er gefällt mir nicht. Machen wir jetzt hier einfach einen Knoten rein. Steht hier einfach einen Knoten rein. Ach, hätte ich es so nicht machen sollen? Okay. So, jetzt schneiden wir unterhalb des Knotens
den Rest des Fadens ab. Das funktioniert nur, wenn ihr den Knoten wirklich straff angezogen habt, dass er, wenn er jetzt hier zum Beispiel drückt, nicht wieder aufgeht. Wenn er jetzt wieder aufgeht, schnell den nächsten Knoten rein, sonst trottelt sich die ganze Schlange auf. Wäre schade drum. Und das gleiche machen wir auch auf dieser Seite. Und denkt dran, schön straff anziehen. Ruhig auch nochmal von allen Seiten mit dem Daumen und mit dem Zeigefinger dagegen, dass das alles ordentlich straff ist. Abschneiden. Und jetzt haben wir schon einiges an Leine verloren. Ihr, wenn ihr es für einen Erwachsenen macht, macht bitte so, na, ich hatte jetzt hier einen guten Meter, bin jetzt noch ungefähr bei 90, würde ich schätzen. Ihr müsstet so mit 1,30 anfangen. So, jetzt gucken wir, wo unsere Tasche ist. Die haben wir jetzt hier. Jetzt gehen wir mittig zu der Tasche rein und fädeln uns hier durch. Immer schön hin und her einfach durchfädeln. Der Strick wirkt jetzt recht knapp und kurz. Ist er aber nicht. So, hier ungefähr, aber nur bis zur Mitte. Und mit der Seite gehen wir jetzt in die andere Richtung. Na, hier bin ich ja schief gelaufen, wenn man nicht richtig guckt. So, wieder raus und hier unten in der Reihe entlang. Oben, das ist nur Deko, da wollen wir nicht lang. So. Jetzt richten wir das Ganze ein bisschen mittig aus. So, meine Lieben, mittlerweile ist es abends und auch der Nagellack hat gewechselt. Bitte nicht wundern, ich musste jetzt eine längere Pause machen wegen dem Finger. Naja, und in der Zeit habe ich hier mal ein bisschen gemalt, so gut es ging. So, wenn ihr die Bändchen fester haben wollt, nehmt ihr nochmal das Bändchen und geht hier drüben auf da, wo das rauskommt, da nochmal durch und auf der Seite dann auch. Und da habt ihr das nämlich hier über Kreuz an dieser Stelle und das macht das Ganze ein bisschen fester. Jetzt ziehen wir es gut zu. Aua, nicht so dolle. Schauen, dass der Träger nicht verdreht ist. Und nähen es hier unten an der Ecke fest. So, da gehe ich aber dann noch mal von innen rein und piekst dann da die Nadel durch. Moment. So. Und jetzt das Trägerchen. Und das wird hier unten mit ein paar Stichen angenäht. So, meine Lieben, auf der anderen Seite habe ich jetzt auch schon angenäht und auch den Faden verstochen. Jetzt können wir hier wieder zuziehen. So kann es auf dem Rücken. Hier haben wir den Boden und so nochmal von vorne mit der kleinen Tasche.
Na, und so kannst du dann zum Wandertag gehen oder das Sportzeug hinein oder. Hat viele Möglichkeiten. Ist schön schnell gemacht und vor allen Dingen sehr stabil. Also weiterziehen ist nicht. Und in die Richtung, das war auch alles. Also wie ihr seht, sehr, sehr schön stabil. Ein wirklich formschöner Rucksack. Und auch die Trägerchen. Wem die Trägerchen zu dünn sind, weil ich habe ja jetzt solche gemacht, kann auch 6 Luftmaschen anschlagen. Aber dann häkelt euch bitte mit Kettmaschen nach oben. Nehmt keine festen Maschen, weil das dehnt sich und das zieht und das ist nicht schön dann zu tragen. Nehmt Kettmaschen, wirklich immer eine Kettmasche nach der anderen und häkelt euch so nach oben. Das ist dann auch sehr schön stabil, so wie bei dem jetzt hier. So was ganz formstabiles, weil ihr dürft nicht vergessen, hier drin sind ja dann Taschentücher, Brotdose, Trinken und. Also was man so alles auf dem Wandertag mitnimmt. Und das zieht ja dann auch schon an den Trägerchen. Also wenn ihr das für ein größeres Kind macht oder sogar für euch, dann macht das mit den 6 Luftmaschen und häkelt euch mit Kettmaschen nach oben, dass das alles wunderbar stabil ist und euch nicht einschneidet. So, meine Lieben, ich hoffe, die Anleitung hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Däumchen nach oben da würde ich mich mega drüber freuen. Und wer noch nicht hat, ein Abo, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr. Ich sage schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, und der hier geht jetzt in Pipi.